Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Anirolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Das hat mich ein bisschen erschreckt. In der letzten Folge haben wir erfolgreich die Bruderschaft ein bisschen eskortiert und Daten geborgt und so. Und ja, ich sehe gerade, sind zwei Orte sogar, die wir noch nicht erkundet haben. Oh. Ich bin in der Gunner Plaza und ja, ich habe schon letztes Mal gesagt, es sind Orte, die noch nicht erkundet sind. Also einer. Aber hier ist noch einer. Und noch einer. Drei Stück. Nee, ich hatte den auch schon erkundet. Ja. Und was nicht erkundet ist, wird erkundet. Ja, warum nicht? Ausgehend zwischendurch noch nichts gemacht. Ist direkt hier nach der letzten Aufnahme hier, was ich hier gerade mache. Und ja, da haben wir irgendwie irgendwas. Ich weiß nicht, was dieses Zeichen meint. Ich glaube, das ist für Städte allgemein, ne? Was haben wir hier? Hey, da waren wir schon mal, glaube ich. Ah, Raider. Nicht mal Gule? Hyde Park. Keine Ahnung, ob wir hier schon mal waren. Ich weiß nicht. Mann. Hoffentlich sind es nicht wieder wilde Gule. Ja, von Gulen habe ich auch mal geredet. Mein hier. Na, hallo. Ja, vielleicht aus dem Wasser rausgehen wegen Strahlung und so, aber so aus einer Dusche, die halt alles wegmacht. Du bist das. Mein Gott. Ach, es süß, du Wurm! Jetzt zeitgleich, wie das Ding explodiert, das hat gesagt hat, ne? Der helle See, ja. Denn? Gott. Ich dachte, das wäre was vollkommen anderes. Hey, Blutpakete haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Kann ich zu Stimpaks mal ein bisschen verarbeiten? Ich glaube, die haben nicht mich gesehen, oder? Wir haben die Danze gesehen. Oh mein Gott. Irgendwo da oben. Achso, da. Ah. Hättest du nicht verrecken können, das wäre so geil gewesen. Ja, ich mich gerade selber ein bisschen weggepustet. Gerade auf den Anzeiger hat mir abgezogen. Oh Gott. Ich weiß nicht, welche Waffen ich nehmen soll. Wir machen alles nicht mehr hier so viel Schaden. Oh, ja, ich bin schneller. Wo ist die? Komischerweise bekommt er genauso viel Schaden. Puff. Und was hat? Immer noch Zeitlupe, was? Und zack. Oh, jetzt haben wir uns ganz schön viel Watts. Bleirohr. Killers. Natürlich.
Ah, was hat hier? Ja, da ist jemand. Au, was? Warte. Eine andere Waffe. Ich habe viel Energiedinger hier. Oh nein, wollte ich nicht. Bevor das will ich mit dem Blut vergeben. Das macht viel Schaden. Warum hat er so viel Schaden? Kommt er her? Wie komme ich da hoch? Ich habe MVP. Ohne ein What? So stark habe ich halt Gaussgewehr in Erinnerung. Das ist so stark habe ich halt Gaussgewehr in Erinnerung. Okay, das hat jetzt irgendwie so, weiß ich nicht. Er hat irgendwie so einen Effekt. Also mehr Schaden gegen Menschen macht. Aber trotzdem. Ich muss noch ein Visier daran machen, weil das ist irgendwie kacke. Ich dachte, ich hätte ein besseres da. Was zum? Wo bist du? Ja, toll. Lass er mich mal kurz da hochkommen. Oh, hallo. Was geht, na? Uff. Schade, dass die Gegner nicht mehr so wegfliegen wie im dritten Teil mit jedem Schuss. Scatter, was bist du denn für einer? Mach Schaden. Komm her. Alter, macht der Schaden. Kann es wagen, einen Namen zu haben? Was geht, Alter? Oh, was zum? Da oben auf der Anzeige macht hat viel mehr Schaden. Und dann, wenn ich den damit abschieße, sie hat nur so ein Fitzelchen ab. Was zum Teufel? Was zum Pech haben wir eigentlich noch? 44 ab. Er sich hochgeheilt. Hätte auch gerade nicht so viel, oder? Alter, macht das einen Schaden. Puff. Gut. Puff. Puff. Nein. Nein, komm schon. Danke. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen. Gezeichnet deine Nachbarn. Okay. Machen wir mit. 12 Raketen. Auf Überleben wäre ich jetzt schon überladen. Bei den ganzen Level-Ups, die liegen jetzt eigentlich nur noch zur Vorbereitung auf die Schwierigkeit hat überleben. Und dann gibt es nichts mehr zu tun, das ist das Problem. Soll's. Hallo, na? Gott, nackt aber war. Ich war schon bei 9. Ach, guck mal, jetzt habe ich 10. Geil. Sonst ist halt immer bei 9 gewesen, also muss ich wahrscheinlich alle Dinger davon finden, oder? Aber jetzt haben wir halt Maximum von dem Barbaren-Skill. Gut, ich dachte, da wäre auch schon wieder so ein blöder Glitch. Bei Glitches habe ich hier schon genug. Diesen verdammten Spiel. Was ich so liebe.
Ich habe mich mal informiert, hier was hier die Dingens ist, die Maulrattenkrankheit. Die kann ich nicht mehr heilen, weil da war mein Wort 81, glaube ich. Da sind ja auch so Maulwurfsratten, die hatten auch so eine Infektion gehabt. Und da sollten wir ja gegen für diesen komischen Jungen ja auftreiben. Und ja, das habe ich ja gemacht und dann habe ich den gegeben. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man sich von dieser blöden Krankheit heilen kann. Das heißt, ich bin jetzt bis zum Spielende mit so einer blöden Krankheit hier infiziert, was ich irgendwie übelst kacke finde. Sogar aufs Klo oder was? So, oh Gott. Echt, der hing da so in der Luft. Also ja, diese Krankheit kann ich nie mehr loswerden. Außer es kommt irgendwann ein DLC, wo man dieses Gegengift nochmal bekommen kann, weil das gibt es nur einmal. Und das war während dieser einen Mission. Aber es war auch nur dazu gedacht, dass man während dieser Mission infiziert werden konnte, weil das hätte man halt für sich behalten können. Deswegen kann man hier vor so eine Wahl, dass man entweder in den Jungen gehen soll oder für sich selber behalten sollte, falls man selber infiziert worden wäre. Ich habe diese Krankheit aber, glaube ich, bekommen, nachdem ich diese blöde Höhle unter meinem Haus hier entdeckt habe. Was schon mal richtig voller Bescheiß ist. Kacke. Diese blöde Quest mit Paladin Danze, die ich abgeben muss. Gibt's glaube ich auch noch keine Lösung, also ja, solche Sachen stören mich irgendwie. Ich habe nicht am Ende des Spiels irgendwelche unerledigten Sachen. Also ich werde sehr wahrscheinlich nicht alles in diesem Spiel entdecken, nicht jede Mission machen können. Vielleicht irgendwas hier zeitbegrenzt oder irgendwie sowas ist, aber knapp. Der steht einfach hier schon. Aber wenn, dann möchte ich die auch nicht gefunden haben. In dem Fall habe ich sie ja gefunden und die sind jetzt die ganze Zeit beim blöden Inventar und ich habe da die ganze Zeit in meinen Start stehen und das kotzt mich ein bisschen an. Jetzt muss ich mir an der Nase kratzen. Na. So viel dazu. Jet. Ich brauche keinen Jet, ich brauche Buff-Outs und Dingens, als andere. Weil Jets habe ich in Unmengen, da habe ich bestimmt irgendwie so 200 Ocken von, wenn ich mir dort herstelle. Aber hier war ich jetzt schon, ne? So, haben wir jetzt hier alles? Ich glaube, ja, ne? Ja, ist aber abgeschlossen. So, wo ist der zweite Ort, den ich noch nicht gefunden habe? Die Kirche war das. Hier waren die doch irgendwo da. Da. Gehen wir da auch noch mal hin. Und da ist noch irgendein Sumpf, den wir, glaube ich, auch noch nicht entdeckt haben. Oder was soll das sein? Ein Teich. Ja, Teiche sehen so aus, glaube ich. Rust Levels. Was zum... Ah! Was? Mein Gott, Alter, haben die mir diesen komischen Effekt gerade angetan oder was? Weiß ich nicht. Verschlossen? Nein. Gut. Also sind Roboter oder wie?
Warte, da hinten sehe ich was. Schwarmbot, was ist denn ein Schwarmbot? Warum kein Schwarmbot? Wir haben vielleicht ein Problem. Okay. Hatte da irgendwelche Leute Probleme? Was zum? Bist du das? Irgendwann one-hitte mich doch gleich hier, ne? Du bist hart. Die Waffe wollte ich nicht haben. Oh Gott. Vielleicht sehen wir mit dem Blöden auch nichts. Was ist das? Oh, hallo, dich gibt's auch noch. Dann. Du explodierst jetzt, ne? Alter! Ist das Ding jetzt eigentlich kaputt? Nee, ne? Ah, getroffen. Ha, getötet. Achtung, sie haben sich getarnt. Ich kann ihn nicht untersuchen. Der explodiert doch oder so, ne? Ja, der ist so, ein Schiss, ey. Weil er so komisch gebackelt ist. Das ist wahrscheinlich, weil er nur irgendwie so verbackt war oder irgendwie sowas. Aber trotzdem, ich dachte jetzt echt, der geht voll hoch. Kämpf bis zum letzten Mann. Ah, ich muss da rein. Sie verloren. Erwischt. Oh, dann kommen wir. Gut gemacht. Alter, was ist das für ein Teil? Alter, guck dir einen an, wie wenig ich nur Schaden mache. Da habe ich doch die perfekte Waffe für. Wenn er da rauskommt, ist der das? Ist das Teil da? Ich glaube, das ist Paladin Lanze. Ja, fuck this shit. Dann fäng ich's ja raus. Ich habe eine perfekte Waffe für dich. Oh, jetzt ist ja wieder voll im Möhre. Du setz mal deinen Laser ein. Setz deinen Laser ein. Setze er seinen Laser ein. Oder auch nicht, gut. Der war gut. Ne, der hat viel zu wenig Schaden genommen. Ey, den hätte ich nicht anders erledigen können. So, haben wir wissen, was hier gewonnen dafür. Nichts dagegen, wenn ich eine Stärke Wackelpuppe oder irgendwie so was hier finde. Vor allem, was wären denn hier sonst für Gegner aufgetaucht, wenn ich das DLC noch nicht gehabt hätte? Langsamer. Ich doch nicht mit meinen 300 Tragekapazität. Ich werde doch nicht langsam, hallo. So. Nichts. Geil. Warte, das ist noch nicht mal die Kirche. Was? Stimmt. Oh,
Habe ich gespürt. Toll, da war noch nicht mal die blöde Kirche, ey. Wo ist denn die? Hier. Was? Cool. Soll mich vielleicht heilen? Gegen euch ist immer noch dieses Teil das Beste. So voll Country Scott, das ist cool, irgendwie sowas. Nein, keine Zigarette, verdammt. Gut. Also war halt nicht die Kirche, statt hier. Ah, sind da gute drin, das hätte ich nichts dagegen. Also ja. Hallo, na? Ey. Bin auf Stufe. Oh, ich steck da an der Stufe fest und ich. Ah, noch jemand hier draußen? Oh! Alter, was krieg ich denn so viel Schaden? Das sind verdammte Bude. Die sind schwach in dem Spiel. Oh, da würde ich aber sagen, wir gehen in der nächsten Folge da rein und gucken, was hier drin ist. Wahrscheinlich noch mehr Ghule, ne? Ist nichts dagegen. Gut, dann setze ich mich mal hier hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.